Heute nehmen wir Sie in Entdecke Rhein-Lahn mit nach Schönborn, in die Verbandsgemeinde Katzenellenbogen auf den Schaufahrtshof der Familie Lucius. Im gemütlichen und rustikalem Ambiente kann hier der Gast gut bürgerliche Küche und natürlich selbstgebrautes Bier genießen. Also seit 1987 sind wir hier, das war unser Nachbar, wir haben dann diesen Hof hier renoviert und übernommen und eben auch eine Biolandwirtschaft. Mein Schwager ist hier noch auf dem Betrieb mit seiner Frau und man muss sich das so vorstellen, das sind zweigeteilt, das heißt, die einen machen Landwirtschaft, ich mache Gastronomie und Brauerei, mein Schwager hilft mir noch, wir machen also die Brauerei zusammen. Ich habe die Funktion als Brauer und Melzer. Und mein Schwager macht die ganzen anderen zusätzlichen Arbeiten, die da anfallen. Also für die Gaststätte stelle ich drei Sorten Bier her. Das heißt ein Märzen, unser meistverkauftes Bier, ein schönes, liebliches Bier, ein helles Bier, das dem Pilz nachempfunden ist und ein ganz dunkles Bier, das eben für die Dunkeltrinker und Liebhaber gedacht ist. Hier in der umgebauten Scheune steht die Brauereianlage. Verschiedene Sorten Bier werden in diesen Kesseln hergestellt, die der Gast aber nicht nur hier auf dem Schaufahrtshof genießen kann. Also es geht auch über die Gaststätte hinaus. Also wir haben noch einige, drei, vier Gaststätten, die wir beliefern, die das Bier zusätzlich zu ihren Bieren noch im Programm haben. Und wir vertreiben natürlich auch hier für Feste, sage ich mal, Fässer in kleinen, großen Gebinden mit Zapfanlage, so Sachen machen wir halt. Der Schaufahrtshof ist dienstags bis sonntags ab 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen über die Biere, das Brauverfahren und die Gaststätte bekommen Sie natürlich auch im Internet unter www.schaufahrtshof.de. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, Arbeiten und Genießen im Rhein-Lahn-Kreis ist eine Reihe der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn. Beitragsreihe Entdecke Rhein-Lahn. Leben, Arbeiten und Genießen im Rhein-Lahn-Kreis finden Sie jeden Dienstag und Donnerstag in unserem Programm.